Hallo zusammen und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Resident Evil 1. Wir haben die Situation wieder unter Kontrolle. Situation... Was wollte ich? Ich wollte gerade... Ist egal. Ich habe gerade ein Zitat versaut. Macht auch nichts. Reden wir nicht mehr drüber. Spielen wir Resident Evil. Dafür sind wir hier. So, jetzt passt mal auf. Wir haben den Untergrund hinter uns gelassen. Erfolgreich. Wir sind definitiv um einiges stärker aus dem Untergrund rausgekommen, als wir reingegangen sind. Jetzt nur die Frage, wo kriege ich gleich nochmal die Adlermedaille her, verdammt. Die Medaille ist an ihrem Platz. Die Medaille ist nicht an ihrem Platz. Die Medaille wäre wohl gern an ihrem Platz. Ich habe genug Inventarplätze frei, dass ich hier mal schnell eine Grün-Blau-Kraut-Mischung mache. So. Bitteschön. Gut. Okay, dann haben wir noch zwei Plätze frei. Bisschen Schrotflintenmunition, alles gut. Wo geht's denn hier gleich nochmal hin? Zugeschweißt und lässt sich nicht öffnen. Nirgends geht's hin. Verdammt, ich habe die Adlermedaille irgendwo vergessen. Ne, ich habe die irgendwo vergessen. Die ist bestimmt im Herrenhaus. Und ich habe sie vergessen. Oder? Ich wüsste nicht, wo sie sonst ist. Ach, shit. Das Problem hatte ich schon bei Chill, aber ich kann mich schon wieder nicht mehr erinnern. Dammit, wisst ihr was? Ich schaue schnell live nach. Live und direkt. Ich öffne einen Browser. Resident Evil Original. Oh, dammit, was heißt ein Adler auf Englisch? Hawk? Nee, Hawk ist es nicht. Hawk ist ein Falke. Eagle, oder? Eagle. Die Eagle-Medaille. Ich guck mal kurz ins Wiki. Die Eagle-Medaille. Purpose. Genau, wo wir es hin? Aber wo ist sie? Die Medaille? The Courtyard Study. Jetzt bin ich aber echt verwirrt. Bin ich einfach doof und habe es übersehen? Habe ich das Buch vielleicht mitgenommen und in die Kiste gelegt und habe da, also, da war ich ja extra noch drin. In dem kleinen Raum. Ich kann mich genau erinnern. Wahrscheinlich war wieder mein Inventar voll, ne? Und dann habe ich vergessen, das Ding mitzunehmen. Aber gut, dass ich geguckt habe. Da hätten wir jetzt ewig gesucht, weil da hätte ich nicht mehr geguckt in dem kleinen Raum, weil da waren wir ja schon. Das verwirrt mich jetzt gerade komplett. Jetzt gucke ich erstmal kurz in die Kiste. Jetzt gucke ich mal kurz die Kiste durch, bevor wir in die Villa zurücklatschen. Zum Glück müssen wir in der Villa nicht weit gehen, keine Sorge. Aber jetzt gucke ich wirklich erstmal kurz, ob ich das nicht doch irgendwie eingepackt habe und dann vergessen oder so. Aber ich glaube eigentlich nicht. Gehe ich mal ganz nach oben. Okay. Kurbel, kleiner Schlüssel. Dingsel, Bumsel. Okay. Nö, nö, nö. Nö. Na gut.
Da muss ich nochmal zurückgehen. Ich hab's wirklich einfach liegen lassen. Ich Trottel. Busch. Zumindest dürften wir... Ah, der eine Hunter. Dieser verdammte eine Hunter. Warum habe ich den leben lassen? Oh, Mann, ey. Ich hätte nicht gedacht, dass ich nochmal so oft an dem vorbeilaufen muss. Wirklich nicht. Moment, wo bin ich jetzt? Da muss ich schon lang, oder? Oh. Ey, das Spiel ist doch manchmal einfach scheiße, oder? Das wäre schon nett gewesen. Ich glaube, in einem moderneren Spiel mit modernem Game Design, wo man aber trotzdem die Rätsel so schwieriger gestalten will, würde man das wahrscheinlich heutzutage so machen, dass die Tür da, ne, da ist so, doch sogar neben dem Aufzug, neben dem Brunnen so eine große Tür, dass die eben nicht zugeschweißt ist, sondern dass die quasi einen Weg zurück in die Villa eröffnet. Für eben genau so Fälle, wenn man irgendwas übersehen hat. Das wäre schon nett gewesen, wenn sie das so gemacht hätten. Wer weiß, vielleicht ist die Tür da, weil sie es mal ursprünglich so geplant hatten, aber dann wurde irgendwie ein Zwischenbereich gestrichen aus Zeitgründen. Es hätte ja anscheinend sogar wirklich auch schon im Original früher einen Courtyard, einen so einen Hinterhof geben sollen quasi. Der ja dann erst im Remake in Form vom Friedhof hinzugefügt wurde tatsächlich. Bling, blong, blong, blong. Irgendwas tropft da immer sehr gleich. Oh, das zieht jetzt nochmal alles in die Länge. Wir werden jetzt eine ganze Folge damit verbrauchen, nur das Adlermedaillon zu holen. Das tut mir auch irgendwie leid. Aber so ist das eben. Für Speedruns bin ich nicht der Richtige. Hey, man müsste mal so ein paar Resident Evil Sounds für den heulenden Hund. Achtung. Ah, dammit. Wie den heulenden Hund und den Wassertropfen da unten im Untergrund, so die Loops, die sich immer wieder wiederholen, müsste man mal rausfiltern und irgendein Beat rausmachen. Chris, geh doch ums Eck. So, hier in dem Raum haben wir scheinbar das Buch übersehen. Ich kann mir das wirklich nicht erklären. Oh yeah. Naja, schon allein dafür hat es sich gelohnt. Auch wenn wir nochmal einen Hunter-Klops abbekommen haben. Klaps meine ich, nicht Klops. Ein Hunter-Klops. Es ist immerhin nett, dass sie das Buch an dem Raum platzieren, der so ziemlich am nächsten am Untergrund ist, ne? Hätte auch schlimmer sein können. Wir hätten auch nochmal durch die halbe Villa latschen müssen. Oder sogar die ganze. So. Tausche Buch gegen Adlermedaille. Und jetzt geht's ab ins Labor. Endgame. Endgame. Endgame, Baby. Yeah. Oh, und wisst ihr, was das Schönste im Labor ist? Keine Hunter. Ja, ich weiß, Chimären. Aber keine Hunter mehr. Jetzt treffen wir zum letzten Mal auf einen Hunter. Oh Gott, oh Gott.
Mittlerweile müsste sich der doch schon an uns gewöhnt haben, oder? Wir sind doch mittlerweile schon Freunde, der Hunter und ich. Anscheinend nicht. Das waren die Momente wie das gerade, ne? Die haben einem früher das Blut in den Adern gefrieren lassen. Oder das ist der falsche Ausdruck. Eher das Adrenalin in den Adern kochen lassen. Das trifft besser, wenn man vor so einem Hunter wegläuft und man klickt noch schnell auf die Tür auf der Flucht und im letzten Moment. Heute ist das ein bisschen entzaubert, ne? Mittlerweile hat man verstanden, wie die Mechaniken funktionieren und so. Und sobald ich auf die Tür klicke, bin ich unsterblich. Aber damals, beim ersten Mal, als Kind noch, da war das natürlich ganz anders. Ja, ich möchte die Leiter hinuntersteigen. So. Jetzt den Flammenwerfer nicht vergessen. Oh Gott, um Gottes Willen. Ich hasse mich manchmal so. Wir sind die leicht angekratzt vom Hunter, das passt schon. Ah. Mein Hirn ist leider einfach nicht mein Verbündeter, sondern mein Feind. Wäre schön, wenn wir gemeinsam Hand in Hand durchs Leben gehen könnten, aber leider sind wir Antagonisten. Mein Hirn und ich, wir sind gespannt. So. So. Ah, Mist. Jetzt muss ich aber nochmal in den Safe Room zurück, weil jetzt im Labor treffen wir erstmal wieder sehr viel Zombies und für die werde ich natürlich nicht unsere wertvolle Munition verschießen. Nicht mal die Schrotflinte. Ich glaube, die Chimären werde ich einfach diesmal stehen lassen. Ich glaube, durch den Boiler Room kommen wir ganz gut durch, tatsächlich, ohne dass wir gegen die kämpfen. Da sparen wir nochmal ein bisschen Schrotflintenmunition, aber wir haben noch so viel Pistolenmunition. Die muss verschossen werden. Die muss in Zombie-Körper versenkt werden. Let's go! Hey, ich kann übrigens jetzt schon mal sagen, dass die 5 Let's Plays plus Stream, ne, die sind schon zeitlich mehr Belastung, als ich dachte. Und ich glaube, ich werde das auf Dauer nicht immer schaffen, 5 Folgen in der Woche zu machen. 5 Let's Play-Folgen zusätzlich. Werde ich wahrscheinlich nicht schaffen, einfach zusätzlich. Wird also öfter mal vielleicht nur 3-4 Folgen geben von nun an. Aber ich tue mein Bestes hier. Na, endlich. Und so hat Chris den Brunnen gespalten oder so. Und er streckte seine Medaillen aus. Und der Brunnen, das Brunnenwasser spaltete sich. Na komm, heb's auf, Chris. Heb's auf. So, jetzt, meine Güte. Thank you.
Okay, ab geht's. Sehr cool. Im Grunde sind wir jetzt kurz vorm Ende. Jetzt steht uns noch irgendwie ein, zwei Stündchen voller Verwirrung und hier war ich doch schon. Moment mal, wo ist gleich nochmal der dritte Modus-Computer und so weiter bevor? Aber dann sind wir auch schon durch. Ich bin jetzt froh, wenn wir durch sind, muss ich euch ganz ehrlich sagen. Ich fand die Idee, dass wir es nochmal mit Chris durchspielen, jetzt nicht doof. Passt schon. Aber hinten raus wird es mir jetzt ein bisschen zu zäh. Jetzt will ich auch einfach fertig werden und will mit dem zweiten Teil anfangen, muss ich euch schon sagen. Ist halt im Großen und Ganzen doch zweimal hintereinander das gleiche Spiel, ne? Mit kleinen Veränderungen. Da das Spiel recht kurz ist, ist das kein Problem. Aber ich habe es euch ja schon mal gesagt, ne? Mein ADHS-Hirn mag das gar nicht, diese ständige Wiederholung. Ich brauche frische Reize. Ich brauche Neues. Ich nehme mal hier so ein Kraut mit. Werde ich bereuen. Aber was soll's. Oh. Ah, shit, hier liegt schon die letzte Modisk, ne? Die dürfen wir nachher nicht vergessen. Genau, hier kommen wir erst rein, nachdem wir das Passwort eingegeben haben. Und hier ist der Raum mit den immer und immer und immer und immer wieder spawnten nackten Zombies. Ach. Die nerven mich. Ich mag dieses Prinzip von vielen so Survival-Horror-Spielen total gerne. Das macht ja bei weitem nicht nur Resident Evil, das macht ja vielleicht Silent Hill 2, das ist halt der Teil, den ich vor allem gespielt habe, ne? Sogar besser, würde ich sagen, dass es unglaublich viel Türen gibt und man weiß nie, was hinter den Türen lauert, ne? Und alles ist so eine Lootbox, alles ist so eine Überraschung, man weiß es immer nicht. Man hat einen Gang voller Türen und man weiß nicht, sind die Türen verschlossen, sind sie zugänglich, was werde ich dahinter finden und so weiter. Mag ich total gern. Brief eines Forschers, 9. Juli 1998, liebe Ada. Ada, wenn du dies hier liest, werde ich bereits irgendetwas anderes sein. Der heutige Tag, der Test fiel positiv aus, genau wie ich es erwartet habe. Mir ist, als ob ich gleich durchdrehen würde, wenn ich daran denke, einer von denen zu werden. Ada, du bist nicht infiziert und ich hoffe, du wirst es niemals sein. Für den Fall, dass du die Einzige bist, die übrig bleibt, nimm bitte das ganze Zeug aus dem Videodatenraum und geh in den Energieraum, damit du das Auslösesystem einschalten kannst, bevor du fliehst. Und bring all das hier durch die Medien in die Öffentlichkeit. Wenn alles in Ordnung ist, können alle Schlösser durch das Sicherheitssystem geöffnet werden. Du hast Zugang zu dem System, wenn du dich mit meinem Namen am Terminal in dem kleinen Labor anmeldest und das Passwort eingibst. Das Passwort ist dein Name. Und die Tür bei B2 muss entriegelt werden, wo sich der Videodatenraum befindet. Solltest du dich zuerst mit unserem Namen anmelden und dann dann ein weiteres Passwort eingeben. Den Code habe ich weiter unten aufgeschrieben. Ich bin sicher, du wirst ihn mühelos verstehen. Und das ist meine letzte Hoffnungsfalls. Was? Und das ist meine letzte Hoffnungsfalls.
Ach so, das ist meine letzte Hoffnung. Leerzeichen, falls, oder? Du mich völlig veränderst, vorfindest. Bitte bring mich eigenhändig um. Passwort Mole. Dein John. So, ich glaube, wir müssen das Rätsel hier drin jetzt eigentlich gar nicht mehr unbedingt lösen, ne? Weil wir wissen eigentlich, John Ada Mole, ne? Aber vorsichtshalber, damit das Spiel dann nicht sagt, ne, Moment mal. Aber ich glaube, das macht's nicht. Aber vorsichtshalber drücke ich mal schnell auf den Schalter. Schauen wir das mal kurz an. Und behaupte jetzt, ich hab's gelöst. Okay, Spiel. Dankeschön. Weiter geht's. So, Leute. Und hier machen wir für heute wieder Schluss. Vielen Dank fürs Zusehen. Und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Tschüssi.